Hoi, ik ben Bakermat en je kijkt naar Freakish TV. Hallo und herzlich willkommen an einer ganz speziellen Party. Und zwar sind wir hier mit einem besonderen Anlass. 14 Jahre heisst es jetzt schon Ausgang.ch. Und ihr habt sicher auch schon tausende Bilder angeschaut. Hier hinten sieht man gerade ein paar gute Snapshots. Und ich würde sagen, so gut wie die Bilder waren die letzten 14 Jahre, so gut wird die heiße Partynacht. Wir sind mit dabei und ihr seid mit dabei. Nightlife-Portal Ausgang.ch führt euch jedes Wochenende zu eurer Party. Heute feiert es selber mal ganz gross, denn sein 14. Geburtstag steht da. Oliver, es ist eine riesige Freude, dass wir heute da sind. Euer 14. Geburtstag. Das ist eine sehr lange Zeit, um mit einer Homepage können existieren. Was kannst du uns da darüber erzählen? Ja, erstens danke, dass ihr gekommen seid. Ich glaube, 14 Jahre eben lange Zeit. Das ist länger als Facebook. Facebook ist etwa 10 Jahre alt. Und wir haben uns wirklich über die 14 Jahre gut entwickelt. Auch nach wie vor, das ist einfach ein Bedürfnis, das wir abdecken. Nämlich Eventkalender, also das heisst, wo geht man in den Ausgang und nachher auch qualitativ hochwertige Fotos. Das ist wirklich etwas, was die Leute sehr interessiert. Wenn man natürlich sich informieren will, wo geht man ran, wo geht man in gute Partys oder in gute Clubs, dann geht man auf ausgang.ch, App oder Desktop, egal wo auch immer. 7 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre, 14 Jahre. 20 Jahre wahrscheinlich. Aber es gibt erst 14 Jahre. Ich glaube 10 Jahre. Ja, und wie oft gehst du auf das Portal? Ich würde sagen, einmal im Monat circa. Nicht so oft. Hockst du wohl mehr am PC? Ich bin auch schon älteres Semester. Ich bin nicht mehr so ausgangstauglich, weißt du. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Ausgang! Happy Birthday to you! .ch. Ich habe aber gelesen, dass du in deiner Heimat in Sachsen ein Lonesome Cowboy warst mit deiner Musik. Warst du da wirklich der Einzige oder sag ich mal einer halt der Vorreiter eigentlich in diesem Genre? Ja, kann man schon sagen. Zumindest was diese neue Generation, diese Soundcloud-Facebook-Generation angeht, auf jeden Fall. Auch was Clubs angeht, gibt es in Leipzig halt nicht viel oder fast nichts, was in der Richtung sich etabliert, sag ich mal. Ist irgendwie auf so einer kommerziellen Schiene stehen geblieben. Viele Leute fragen dann, gerade auch Freunde, sag ich mal, in Leipzig, sagen, hey, wann spielst du wieder in Leipzig? Aber ich sag so, echt, sorry, hier ist halt nicht viel los. Ne? Deswegen bin ich halt mehr im Ausland oder halt auch im Westen oder unterwegs. Er ist einer von den jungen Künstlern, die den Durchbruch vor allem dank Social Media geschafft haben. Hätte ich, glaube damals nicht gedacht. Hätte, glaube niemand gedacht, aber die Party geht weiter und wir sind da und die Party ist grösser denn je. Freut mich, dass es heute Abend geklappt hat, dass so viele Leute wieder gekommen sind. Mega cool. Jetzt aber als DJ selber, was hat dir das gebracht über die 14 Jahre, die Sie da sind? Ich denke, es bringt relativ viel. Man kann es ja nicht messen an einem Grad, oder? Aber ich denke, eben gerade am Anfang, so 2001, 2003, als das Ganze ein bisschen aufgekommen ist, hast du immer die Kaufleute-Fotos gesehen, bei Donnerstagabend und das und das und das. Ich denke, das ist wirklich ein Teil von dem Erfolg, von den Leuten, die das was geschafft haben, ist wirklich die Fotografie gewesen, ja. Ja, natürlich. Ich glaube, für jeden DJ in der Schweiz ist Ausgang.ch wichtig. Man kann seinen Namen dort transportieren und ich glaube, ohne Ausgang.ch wären viele in der Schweiz nicht so erfolgreich geworden, wie sie sind. I'm sitting somewhere on your mind. I cannot hide my blood. Was machen ihr da hinten? Wir wollen die Aufsetzung. Ja, aber das ist ein Backstage-Bereich. Was machen ihr denn da rum? Schleichen DJs nach? Eifern? Geifern? Nein, wir haben einen Kollegen, der hier aufleitet. Und deswegen sind wir hier gekommen.
Das sagen wir auch immer. Haben das richtige Bändeli? Nein, wir haben den Stempel bekommen. So sieht es also aus. Ein richtiges DJ-Pult, Mischpult, CD-Player, schön fette DJ-Boxen, die hier rumdröhnen. Aber eins fehlt zwar der Kopfhörer, natürlich von Sennheiser. Dafür gibt es jetzt für euch den Soundcheck der Woche. Vor drei Jahren ist der Baker Matt das erste Mal hinter dem DJ-Pult gestanden und gehört jetzt schon zu der DJ-Elite. Wie es so schnell zum Erfolg gekommen ist, erzählt er euch gerade selber. So, Mr. Baker Matt. So, tell me, one day, it's your big, big story. We hear it in every club, every time. How is that feeling? How did that what? How is that feeling, like to hear all the time the own song? Can you still hear it? Yeah, I can. But it's still like always feels amazing to hear it in clubs and stuff, because it really brought my life to another phase. You know, it's crazy. And you never thought about that when you were producing it? No. The funny thing though, it's actually like I had this record. It's called Zomer, and I put it on YouTube, and it got to be a hit in Amsterdam. And there was this label, and that came to me, and they said, we want to release Zomer. But they said, like, we need a B-side, because an EP always contains two tracks. And they said, we need it in 2 days. So I said, like, oh, shit, I need a second. I have one day. Yeah. So I have one day to produce a track. And I said, okay, I'm just going to start with this chord progression and... Well, I added the Martin Luther King track, and I thought, oh, that's uplifting. Then I added the saxophone solo, and in the end, I thought, oh, it's a pretty good B-side. But then that became Von Dog. You like to play? You like to DJ? I love it. It's my passion. I'm still amazed that like people pay me to fly into a city and play. Like, it's crazy. I still love it. It's every single show I love. Like, that's the awesome part of my job. I get to see a new city, I get to play in a club, I get to meet new people, I... Make the people happy? Yeah, I can't say that there's any, like... DJing, for me, DJing is one of the best jobs in the world. It is. You're a talent. No, I just do what I like, that's the whole key, you know? So langweilig kann ein Samstagabend sein. Schlürf bringt auch nicht viel, es passiert nichts, man ist allein. Aber nein, es kann auch ganz anders aussehen, und zwar mit Homespeed. Homespeed und Freakish organisieren deine Party bei dir daheim. Auf homespeed@freakish.tv. Dort kannst du dich bewerben. Du bringst die Leute, wir bringen den DJ und wir machen Party bei dir daheim. Viel Spass! Schon wieder mal gewesen, von einer unglaublichen Sendung. 14 Jahre Ausgang.ch. Es hat riesig Spass gemacht. Wir von Freakish wünschen Ausgang.ch weitere 14 erfolgreiche Jahre und nochmal eine heiße Party. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mit Freakish und tschüss zusammen.